Herzlich willkommen auf meinem Kanal Patricia Germania, dem Kanal für leicht einfache und preiswerte Rohkostrezepte. Heute machen wir einen leinsamen Schokopudding. Es geht ganz einfach, schnell und leicht. Wir brauchen dazu Leinsamen. Da solltet ihr nicht den geschroteten nehmen, weil da sind schon die ganzen Nährstoffe draus. Geht einfach zum, ja, also bei uns gibt es das je nachdem, wo ihr wohnt. Bei uns kaufe ich das immer beim Rossmann, kostet so 1,20 Euro eine große Tüte. Das ist keine bezahlte Werbung. Schaut einfach, dass ihr ganzen Leinsamen bekommt. Dann brauchen wir, das habe ich hier im Krug, die Reste von meiner Nussmilch aus einem meiner vorherigen Videos. Wir brauchen einen Messbecher und wir brauchen, ich zeige euch jetzt, dass es auch mit diesen kleinen Mixern geht. Ups, ein bisschen Kabel brauche ich noch. Jetzt habe ich das so eingeklemmt. Okay, ich mache das so mit der Verlängerungsschnur. Also ihr könnt es auch mit diesem ganz normalen Smoothie-Mixer machen. Die nehme ich sehr gerne zum Mahlen. Wenn ich Brot mache oder so etwas, also Körner zum Mahlen, dann nehme ich sehr gerne diesen Smoothie-Mixer, weil es geht einfach sehr schnell und ihr habt nicht so viel zum Saubermachen. So, Leinsamen. Dann nehmt ihr 4, habe ich euch im Bild. 4 Esslöffel, 2, 3, 4. Zuschrauben. So, draufsetzen. Die Dinger, die sind ein bisschen schwach auf der Lunge. Lieber zwischendurch mal Pause machen. Spätestens Pause machen, wenn es anfängt zu stinken. Dann kurze Pause. So, reicht schon. Klopfen. Ich sag's ja, irgendwas vergesse ich immer rauszustellen. Dann brauchen wir so ungefähr 300 Milliliter von der Nussmilch. Na, lang, aber gerade, das war jetzt ein Augenmaß, meine Herren. Rein. Das brauchen wir nicht mehr. Dann Nussmilch rein. So. Umrühren. Jetzt hat mich das Telefon hier mal rausgeschmissen. Jetzt habe ich auch gelernt, wie man den Papierkorb endgültig löscht. Learning by doing. Gut, also wir waren bei dem Leinsamen. Jetzt habe ich die Nussmilch da hinzugegeben. Und jetzt könnt ihr eins machen. Entweder ihr stellt es jetzt so über Nacht hin oder in den Kühlschrank ein paar Stunden und lässt es eindicken. Oder was ich immer ganz gerne mache, und ich mache gleich den Kakao mit rein, weil es soll ja einen Schokopudding geben. So, und 2 Löffel rein. Und ein bisschen Stevia.
wie gehabt, den entölten Kakao müsst ihr auf irgendeine Art besüßen mit Xylit, Stevia, Ahornsirup, wie auch immer. Und durchrühren. Dauert jetzt ein bisschen. Von dem Leinsamenpudding braucht ihr nicht viel. Der macht unglaublich satt. Also wenn ihr Angst habt, dass ihr bei dem rohveganen nicht satt werdet, nehmt Leinsamen. Macht es über den Salat, nehmt es so mit dem Löffel. Leinsamen macht unglaublich satt und regt die Verdauung an. Also wenn ihr das erste Mal macht mit dem Leinsamen, es regt die Verdauung an, weil da so viel Ballaststoffe drin sind. Jetzt einfach richtig schön durchrühren. Und ihr seht schon, der wird schon ganz fest. Wenn ihr keinen Hochleistungsmixer habt, dann ist das ein bisschen, als wenn da kleine Nussstückchen drin wären. Es geht aber auch im Hochleistungsmixer, dann wird es wie normale Schokopudding. Aber der Geschmack ist absolut genial. So. Sieht schon richtig nach Schokopudding aus. Oh, könnte ich mich reinsetzen. Oh, ist das totale. Geht schnell, leicht und einfach. Noch ein bisschen. Lecker. Noch ein bisschen quellen lassen. Und dann habt ihr einen super tollen, leckeren, roh veganen Schokopudding. Guten Appetit!